Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog heute. Ja, wir sind im Weinberg angelangt. Ich kann euch das mal hier zeigen. Hier sieht man den schönen Raps. Ja. Nicht Raps. Senf, Entschuldigung. Ist da Senf? Ne? So sieht er jetzt aus hier. Für alle Neuen auf dem Kanal, kleiner Reminder, wenn euch die Videos hier gefallen, abonniert gerne den YouTube-Kanal. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat oder halt nicht. Ist ja euch überlassen. Und schreibt auch gerne was in die Kommentare. Und dann geht's jetzt los mit dem Video. Sehr schön. Und hier ist schon teilweise angefangen zu schneiden. Ja. Hier. Und wir gehen jetzt einfach mal hier vor. Es ist arschkalt und ich habe meine Handschuhe vergessen, weil ich dumm bin. Naja, da drüben ist noch nicht geschnitten. Hier ist teilweise schon geschnitten. Achso, mein Auto muss ich noch abschließen. Ja, hier ist schon. Geschnitten. Hier ist auch geschnitten. Ja, und dann gibt es halt hier. Boden rum. Ja, hätte man noch ein bisschen zusammen machen können, aber das kriegt der Mulcher schon zu packen dann. Ja, ne? Ja. Schön. Sieht man den Senf. Ja, und hier muss man dann noch schneiden. Wir laufen aber trotzdem mal ganz vorne hin. Nicht wundern. Wegen dem hier. Aber es ist wirklich arschkalt. Hier pfeift auch immer der Wind, ne? Also, das ist immer scheiße. Vor allem hier ist halt. Ja, es ist arschkalt. Ne, was wollte ich sagen? Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Hier pfeift nämlich der Wind. Habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Ich bin gerade mal überlegen, ob ich das wirklich machen will, jetzt, was ich vorhabe. Das ist wirklich asozial hier. Das ist wirklich asozial. Ich glaube, Take 1 werden wir hier abbrechen, weil der Wind ist wirklich asozial. Alter, ist das gemein. Und ich habe wirklich keine Handschuhe dabei und das ist echt arschkalt. Ich kann euch trotzdem mal hier hinstellen. Und euch was vorführen. Ich habe nämlich was Neues. Und zwar die Akkuschere von Bosch, ne? Pro Prana, irgendwie sowas, ne? Pro Prana mit dem 12 Volt Akku. Ja, geht eigentlich ganz gut. Also ich habe sie noch nicht im Einsatz getestet. Ne? Schalte hier unten ein, da ist auch eine Akkuanzeige dann. Zweimal drücken auf. Und dann schneide die hier. Mal gerade schauen, passt das vom Bild her? Könnt ihr sowas sehen? Ja. So. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich keine falsche Route abschneide. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, haben wir zwei. Ist eigentlich gar nicht so. Dann machen wir die weg. Also, zack und ab. So. So ist das gar nicht schlecht, also wirklich. Das gefällt mir ganz schön gut, muss ich schon sagen. Da.
Schön. Gefällt mir. Belastungstest. Hier sind großen Easy Snack. Das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. So. Alter, das Ding ist geil! Zack und durch! So, ich werde jetzt nochmal. Ich werde jetzt hier durchgehen und praktisch einmal nur vorschneiden. Ich wollte es jetzt einfach mal an den zwei Dingern zeigen. Ich werde jetzt hier die Reihe noch voll durchschneiden. Oder vorschneiden. Vorschneiden heißt eigentlich nur, man sucht sich ja. Ich stelle euch mal so hin. Man sucht sich ja hier, das ist zum Beispiel der alte Rebe. Und da sucht man sich ja eigentlich eine neue von aus. Aus der alten Reben entstehend eine neue, die dann den neuen tragenden Rebe gibt für dieses Jahr. Und was ich jetzt mache, ist, ich suche mir die ein oder zwei aus. Werde dann hier zum Beispiel dann sagen, okay, ich habe hier zwei Stück, die sind zwei. Wobei ich da wahrscheinlich eher die nehmen werde. Dann sage ich hier zack, abschneiden. Schneide das noch so ein bisschen vor. Und dann kann praktisch man nächstes Mal nur hergehen, zieht das alles raus, macht das klein und hat dann schon das fertige Ergebnis. Ne, dann hat man das halt ein bisschen vorgeschnitten. Dann zum Beispiel, wenn meine Oma kommt oder irgendjemand anderes, außer ich, der kann dann einfach hierher kommen, zieht sich das raus, macht das ein bisschen klein und hat dann schon das vorgeschnitten und braucht nicht mit der normalen Handschere die dicken hier durchschneiden, weil das kann ich jetzt praktisch vorschneiden mit der elektrischen hier, weil die halt ein bisschen mehr Knülf hat und auch nicht so viel Anstrengung kostet, wie man das mit dicken jetzt mit Hand durchdrücken muss. Das ist einfach das Vorschneiden, sozusagen Vorschneiden mit der elektrischen hier und das Feintuning, so die Dinger hier und sowas, das muss jetzt unbedingt mit der hier sein, weil ich halt für so klein Ding geht auch, aber ein bisschen zu globig. Das ist einfach das Prinzip von dem Vorschneiden. Dann geht man nachher mit der normalen Schere her und putzt das ein bisschen aus und dann hat man das ein bisschen leichter. So, genau, das werde ich jetzt einfach mal machen. Hier vor und werde da gleich meinen Zeitraffer einstellen. Das heißt, Zeitraffer ab. Hui. We'll be right back.
So, wieder in der Werkstatt angelangt. Heute machen wir mal hier weiter. Da hat ja letztes Mal der Vlog abgebrochen. Und zwar ist es aktuell so, ich nehme einen Schlüssel, stecke den Schlüssel ins Zündschloss und sofort springt er an. Und der Anlasser dreht dann dauerhaft mit. Hat man vielleicht auch ganz kurz im letzten Mal gehört. So, hier fliegt dauerhaft diese Sicherung. Und wenn ich aber jetzt dieses Kabel, ich weiß, man erkennt das scheiße, dieses Kabel vom Anlasser abnehme, so, ist das nicht mehr. Also muss irgendwo in der Strecke irgendwo in Verbindung zu dieser Sicherung ein Kurzer drauf sein, weil sonst würde nicht dauerhaft die Sicherung rausfliegen, also muss irgendwo ein Kurzer sein. Das Problem ist, ich komme hier nicht einfach ran. Das ist alles auch so dämlich verbaut, dass ich an diese Schrauben, weiß ich gar nicht, wie ich die losbringen soll. Oder nachher, beziehungsweise los geht's immer, aber fest, kein Plan. Weil ich müsste jetzt theoretisch das hier komplett alles abnehmen, weil sonst komme ich da nicht hin. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Kabel versuchen nachzuverfolgen, mal zu schauen. Ich weiß nicht, man kann hier ein bisschen reingucken. Hier sind die ganzen Kabel und so weiter. Aber ich komme halt nicht weiter, ohne dass ich jetzt hier alles ab muss. Das ist eine scheiß Konstruktion meiner Meinung nach. Und das ist nicht einfach ein einzelnes Blech ist, sondern das Problem ist halt auch noch, ich kann nicht einfach das abnehmen, sondern das hier geht mit. Das ist dumm, das ist einfach nur stupid. Aber okay. Irgendwie muss ich das Problem lösen, weil ich brauche den Schlepper und ich habe kein Geld für einen neuen, also nicht mal für einen gebrauchten. Also muss es irgendwie funktionieren. Oder muss ich es irgendwie fixen, keine Ahnung. Ich habe eigentlich nicht so viel Lust darauf, weil es mich einfach schon wieder tierisch abfuckt. Deswegen mache ich auch zurzeit so wenig Videos, weil immer wenn ich irgendwas mache, geht irgendwas in den Arsch und kostet immer richtig viel Geld. Und das kann ich mir absolut einfach nicht mehr leisten und da habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Das ist jetzt der letzte Versuch, das Ding noch zu fixen. Wenn es nicht geht, fliegt der Schlepper auf den Müll. Und dann ist der Weinbau Finito-Geschichte für mich. Weil ich habe da keine Lust mehr drauf. Es zieht mich nur noch runter und ich habe da keine Lust mehr drauf. Ihr könnt mir so glauben, ich habe einfach keinen Bock mehr. Es kotzt mich einfach nur noch an, von vorne bis hinten. Das zu dem Thema. Ich schau mal, ob ich was gerissen kriege. Ich habe jetzt heute auch wieder überhaupt keine Zeit eigentlich. Ich habe jetzt eine Stunde, dann muss ich zum Termin und dann ist schon wieder 19 Uhr und dann weiß ich nicht, ob ich hier noch weitermachen will oder nicht. Und die nächsten Wochenenden sieht es noch schlechter aus. Unter der Woche kannst du es voll vergessen. Ja, schwierig. Naja. So, ich habe es jetzt ab. Ja, so sieht es hier drin aus. Ne? Haben wir hier einmal Traktometer. Traktometer ist das zweite für Ölstand, Tank, Stunden und was weiß ich noch alles. Geht schon Stecker ab, okay, so war das. Wow. Ja, und jetzt gilt es natürlich Fehlersuche. Wo ist der Kurze drauf? Ich meine, das sieht natürlich alles super duper toll aus, ne? So dreckig wie das hier teilweise ist. Und das Problem ist, ich kriege das Blech nicht weiter weg, weil die Kabel einfach so kurz sind. Aber wir müssen jetzt, ja, ich muss jetzt schauen, wo der Fehler liegt. Genau. Ja. Ne?
Ich würde sagen, ich mache mich mal auf die Suche und dann sehen wir uns später wieder. Oder ich mache einen Zeitraffer. Muss kurz auf die Uhr gucken. Muss euch mal ganz kurz hier wegstellen. Ich habe noch eine halbe Stunde für ein bisschen Kontrolle. Dann muss ich zu meinem Termin. Und naja, ich mache euch einen Zeitraffer rein. Und wenn ich nachher noch Lust habe, dann nehme ich euch ein bisschen so noch mit. Entweder auf der Brust oder im Kopf oder ja. Ne? Bis später. Tschüss. Ich bin ein ganzes Stück weiter. Ja, jetzt den ersten Teil abgebaut und zerlegt. Ich habe natürlich hier schön Notizen gemacht, wie was zusammengehört und hier natürlich auch markiert. Und zwar habe ich jetzt, ne, verschiedene Stränge mit Farben markiert und alle, die defekt sind, beziehungsweise, ne, irgendwo angerissen sind, habe ich mit Rot markiert. Finde ich jetzt hier was schnell. So, auf jeden Fall habe ich die da defekten hier mit Rot markiert, dass ich auch weiß, die sollte ich eventuell austauschen. Ja. Und jetzt geht's halt hier weiter. Jetzt mache ich mich mal hier an den Sicherungskasten. Schauen wir nochmal hier die Kabel alle an und so weiter. Und ja, dann mache ich jetzt weiter. Da lasse ich euch jetzt aber keinen Zeitraffer mehr laufen, weil. Ich glaube, Zeitraffer haben wir jetzt genug gehabt. An dieser Stelle beende ich aber das Video. Und zwar werde ich jetzt nur noch das auseinandernehmen, reinigen und aufschreiben, was für Kabel ich brauche und dann eben Kabel neu bestellen, damit ich das hier neu machen kann. Gleich auch mit Kabelschutzschläuche und sowas, damit das halt ordentlich ist. Und dann hoffen wir mal, dass es Problembille beseitigt, gelöst, whatever ist. Keine Ahnung. Ja, ansonsten so sieht hier ja aktuell mal der Stand aus. Ne? Schön, ne? Aber wir haben ja erst Ende Januar. Naja, bis spätestens März, April soll der halt wieder laufen. Ich muss mich wirklich ranhalten. Aber ich muss jetzt erstmal Kabel bestellen. Und ja. Dann hoffen, dass ich alles wieder richtig zusammenkriege und dann schauen, ob es läuft und ob alle Fehler beseitigt sind. Ja, an der Stelle würde ich aber sagen, was das erstmal für das Video. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.